Es scheint, als wäre hier seit Jahren keine Menschenseele mehr gewesen. Der B-Bau der Goldberg-Klinik ist mittlerweile Ruine. Und erinnert an Krankenhäuser der Horrorserie The Walking Dead. Guter Vergleich. Zombies gibt es aber keine. Eigentlich entsteht nur ein neuer Krankenhausbereich. Der B-Bau hier grün eingerüstet wird abgerissen und neu gebaut. Ein schwieriges Vorhaben. Weil die Klinik gleichzeitig auf ihrer Rückseite erweitert wird, muss ein Teil des Goldberges weichen. 13.000 Tonnen oder über 300 LKW-Ladungen voll Gestein tragen die Arbeiter derzeit ab. Erst dann kommen die Abrissbagger. Es wird ziemlich laut werden diesen Sommer. Also einen ruhigen Sommer können wir unsere Beschäftigten und auch die Patienten leider nicht versprechen. Aber irgendwann nimmt es ein Ende und dann wird es gut im neuen B-Bau. Das gut 60 Jahre alte Gebäude ist seit 2013 dicht. Mangelnder Brandschutz ist der Grund. In den kommenden Jahren entstehen hier für rund 50 Millionen Euro unter anderem eine neue Notaufnahme, eine Intensivstation. Und darüber kommen dann zwei Ebenen mit, wir sagen dazu, Normalpflegestationen, also da, wo ganz normale Krankenhausbehandlung und Pflege stattfindet. Die Maßnahmen beeinflussen den Klinikbetrieb nicht. Bisher behandeln die Ärzte gut 180 Menschen stationär. Ab dem Jahr 2021 wird die Goldberg-Klinik wieder bis zu 200 Patienten aufnehmen können. Und schon im Oktober wird der B-Bau abgerissen. Mit ihm verschwindet dann auch die Walking-Dead-Atmosphäre.